Herzlich willkommen zurück zu Tschernobylite. Wir sind an Tag 8. Ja, hier haben wir noch nicht so viel Daten gefunden. Bisschen was müssen wir hier noch finden. Okay. Hector, wir gehen mal wieder raus. Wir haben letztes Mal unseren zweiten Kollegen gefunden. Wir sind jetzt also hier schon zu dritt. Das heißt, wir müssen drei Leute... I know you're there, little mouse. Pick up. Who is this? A better question is, who are you? What? I kid, Mousy. I kid. I know where you are, and I know who you are looking for. Yes? Let this be enough for now. Listen, I have something to show you. Something very important. Oh, but we must meet in person. Oh, this is not something to explain. It must be seen. I don't know who you are, but I'm not walking blindly into some trap. Blind? Oh, goodness, no, on the contrary. I wish for you to see. Meet me at the Duga Radar Command Center. You know it, yes. Duga Radar? Who the hell is this? Oh, this is insane. Ist das der Waldschrat? Okay, genau, das Ziel hier noch zu bauen war ja der Lasercutter. Bauwerkzeuge. Die Laserschnittmaschine, genau. Und dafür fehlen uns vor allem Elektrikteile, aber auch brennbare Teile, denn den brauchen wir, um dann hier Lebensmittel anbauen zu können. Jetzt kriegen wir im Grunde immer Kräuter und Pilze, die wir hier ernten können. Das ist schon mal ziemlich cool. Aber wir hätten natürlich auch gerne ein bisschen mehr. Oder direkt Lebensmittel. Jetzt habe ich natürlich auch noch die Hoffnung. Ich heard. Ah, gleich. What are you going to do? Go meet our mystery man, I guess. The real mystery is why that guy isn't strapped to a bed someplace, juiced up on Haldol. He may know something. I have to take the risk. Sure. He might know something. Or he might just be waiting to split your skull open with a hatchet and eat your liver. I really don't think this is a good idea. It sounds exactly like a trap. It sounds like a trap, but we can't afford to ignore him. Anyway, I've got the gun. I'll be extra careful. You better be. I don't want to find your head on a spike somewhere out in the marshes. Regardless of how I feel about Tarakan, he could be my only chance of finding Tatiana. Suit yourself, but you could just as easily be racing towards your own death in this... Lunatic already knows our location. Him and his nutty buddies could be closing in on us right now. We have a good defensive position here. We should sit tight and defend it, if it comes to that. I appreciate the tactical input, Olivier, but I have to do this. Okay, erste Meinungsverschiedenheiten. So, Inia, er ist ja so ein Sammelkönig. Also meine Hoffnung ist, dass wir jetzt... Guckt euch mal an, wie viele Hubschrauber da rumfliegen. Eieiei. Also, meine Hoffnung ist, dass wir selber möglichst wenig Sammelmissionen machen müssen, dass wir das an unsere beiden Mitstreiter hier abgeben können. Dass die hauptsächlich dafür sind, Sachen zu sammeln und wir dann entsprechend die Hauptmissionen machen. So. Achso. Ich wollte nochmal gucken, was hat der eigentlich? Ausrüstung hatte ich mir schon was gegeben? Nein, habe ich nicht. Gut, unseren Revolver kriegt er natürlich nicht und unsere Rüstung hier auch nicht. Wir müssen momentan auch so ein bisschen Sachen sparen. Von daher muss er erstmal so losgehen. Die Monsterjagd, die sah schon böse aus. Munition brauchen wir nicht unbedingt. Vorratsabwurf, das ist immer gut. Vorräte brauchen wir. Und die kann Michael suchen. Mit 73% ist er da gut dabei. Gucken, vielleicht bringt er auch ein bisschen Essen mit. In der Basis bleiben... Die Monsterjagd, die wird dann nicht... Doch, die kann er. 60%. Aber Munition brauchen wir eigentlich nicht gerade. Soll er mal machen. So, und wir kümmern uns um was anderes.
Die Frage ist, was machen wir? Geister der Vergangenheit. Tatjana erscheint immer wieder in meinen Träumen. Sie möchte, dass ich mich an etwas aus meiner Vergangenheit erinnere. Ich muss ihren Anweisungen folgen, wenn sich die Chance dazu ergibt. Wir könnten auch alte Dokumente machen. Daten, die wir für NAR von Interesse sind, werden sicherlich auch für mich interessant sein. Vielleicht finde ich sogar etwas über Tatjanas Verschwinden heraus. Also das wäre dann viel Schleichen. Andenken an die Vergangenheit. Ah, das ist der Waldschrat. Der klingt ja schon interessant. Also der hat mich jetzt schon neugierig gemacht. Komm, wir machen das. Und auf geht's, ja. Gucken wir mal, was da rauskommt. Duga, a huge frightening monstrosity made of steel. The epitome of the Cold War and insatiable ambition. But what does it have to do with you or me? It's been so many years, but someone must remember Igor. Someone has to know. Ich bin gespannt, was uns dort erwarten wird. Das Auge von Moskau. Nachmittag. Tag 8. Schon über eine Woche hier. Achso, und wir können natürlich auch den hier einmal ausrüsten. Dann würde ich gerne suchen. Was haben die gesagt? Brennbare Teile, nicht Elektrik? War es Elektrik? Müsste Elektrik gewesen sein. Wieder super vorbereitet hier. Gibt es hier nicht in der Nähe. Na, herzlichen Glückwunsch. Hier wäre aber zumindest ein Haus. Das heißt ja nicht viel. Wahrscheinlich eins, wo wir jetzt nicht so ohne weiteres reinkommen. Ja, Frage ist ja, wo kommen wir hier hin, ne? Wo läuft hier was rum? Könnte wahrscheinlich auch noch viel mehr in die Erkundung stecken. Aber das ist halt, bisher war das immer nicht so geil, das Erkunden. Und dann auch sagen, irgendwelches blödes Viehzeug oder Soldaten, die da rumstehen oder Psyche, die man verliert. Es ist dann halt doch irgendwie oft ein Nachteil. So, den Sammelskill haben wir jetzt auch mal gelevelt. Als zum Dank kriegen wir jetzt hier aber auch erstmal nichts weiter. Oder sind welche? Muss natürlich in die Richtung gehen. Dann mal wieder in den Schleichmodus rein und versuche ich dann hier oben rüber zu gehen. Ich hoffe, das geht dann von der Strahlung her. Oh, 17. 30. Nee. Hallo? Das ist doch schon wieder blöd. Okay, wir versuchen mal hier links uns lang zu schleichen. Festgestellt, mit Rennen kommt man ja auch ziemlich gut voran. Boah, 37, was zur Hölle. Ja, das ist dann immer so eine schöne Begrenzungsmöglichkeit für die Spiele, ne? Dass man den Spieler da lang zwingt, wo er lang gehen soll, einfach indem man die Strahlung erhöht. Ne? Ich könnte das Gebiet ansonsten ja ziemlich easy durch umlaufen. Aber nur in diesem Korridor hier kann man lang schleichen. Wieder typisch. Wir sind hier wirklich an der Grenze. Aber solange er nicht im gelben Bereich ist, ist alles gut. Okay. Der läuft jetzt weg. Oh, von hinten kommt einer. Shit. Hat er mich? Ja. Lass uns nochmal mitlaufen. Jetzt laden wir nochmal neu. Also nochmal neu laden. Das bringt so nix. Ach ja. Duga, a huge frightening monstrosity made of steel. Ja, das kennen wir schon. Hallo. Ich will zum Thema zum Überspringen Enter drücken. Mhm. Vielleicht sollten wir gleich einfach hier nochmal speichern.
Also es funktioniert ja. Los. Ach, ich bin direkt hier drin. Alles klar, okay. Er hat direkt hier gespeichert. Das ist ja gut. Wir suchen uns jetzt mal auf der linken Seite, weil da rechts war halt dann doch irgendwie alles offen. Hier ist wenigstens viel Kram. Das Bittere ist halt, ne, dass selbst das leise Ausschalten... Kann ich da einfach vorbei? Jawohl. Dass selbst das halt Psyche kostet. Ach cool, hier komme ich jetzt einfach so vorbei. Mechanikteile. Noch mehr Mechanikteile. Ist ja mega. Okay, wir müssen dann die Richtung. Durchs Wasser gehe ich jetzt aber sicherlich nicht. Da steht noch auf Diverses. Naja. Diverses kann alles sein. Also jetzt nicht so gut. I, Tatjana Amalieva. So, wir sammeln das da jetzt natürlich noch ein. Es könnte aber Chemie sein, ja. Und dann sind wir ja auch gleich schon da. Boah, das ist richtig viel Zeug. Aber dann sind da bestimmt auch wieder... ja, Strahlung. Mal, wir können doch... so. Maske war 8. Solange wir im gelben Bereich sind, hilft die Maske. Ich sehe aber auch nichts. Nee, kannst du vergessen, ich komme da jetzt so nicht hin. Wir müssen aber hier in die Ecke. Dann kommen wir ja doch dahin. Ich hoffe, hier ist kein... Ich möchte hier nicht so lange bleiben wie nötig. Also nur so lange bleiben wie nötig. Hier ist auch Gift. Okay. Hier können wir sie wieder abnehmen. Das kostet halt alles wieder Filter. Das müssen wir beim Rauchen, ne? So, dann können wir hier. Das Gift ist ja nur da. Frage ist. Wir können halt hier nie keine Türen öffnen. Das ist. Auch ein bisschen komisch in dem Spiel. Mal hier rüber. Es ist immer so frustrierend, wenn es einfach so Hindernisse sind. Und man denkt, ja, da müsstest du easy rübergehen. Er kommt da nicht hoch. Nee, das soll hier eine Begrenzung sein. Sowas ist immer. Ja, dann die Maske auf, würde ich sagen. Okay, da sind wieder Leute. Das geht wieder ab. Hier sind wir nämlich soweit. Nicht safe. Okay, der geht jetzt nach rechts. Wir müssen da in das Gebäude wahrscheinlich rein. Das heißt, jetzt wäre eigentlich ganz guter Moment. Das war richtig, richtig knapp. Der Baum sich hier bewegt. Oh Gott, geh bloß weg. Okay, Glück gehabt.
Das war dann der, der uns oder mich hier eben fast entdeckt hätte. Die Frage ist halt, ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung wir jetzt weitergehen müssen. Also schon in die Richtung, aber wie man... Wie man da hinkommt, weiß ich halt nicht. In den Busch, in den Busch, in den Busch. Boah, ist das knapp. Also bin ich im Busch? Bin ich unsichtbar? Scheint so. Okay, hier in die, durch die Tür müssen wir als nächstes gehen. Okay, da stellt sich auch bis direkt davor. Keine Ahnung, ob wir da wirklich rein müssen. Das scheint ja so, oder? Könnten wir so easy ausschalten. Eben stehen können. Schade. Den nächsten Anlauf dann, wenn der uns hier gleich entdeckt hat. Okay, die Tür kriegen wir auf. Zumachen. Elektrikteil, sehr gut. This is the same music box I gave to Chana for her birthday. What's this? There's something clipped to the inside. Is this a bug? So, Tatiana was under KGB surveillance. Why? What did they want with her? Okay, wir können reinzoomen und rauszoomen. Tatianas Spieluhr. Darin waren alte KGB-Abhörgeräte installiert. Aber wofür? Okay, gehen wir zurück. Why did you come here? Okay, wir wollten noch eigentlich. You wanted to talk. Let's talk. Not with me. The old fellow wanted you to see this first. You're running out of time. How did you get it? Not here. Meet me in the building next door in a couple of minutes. This just keeps getting better and better. Ja, jetzt müssen wir hier wieder raus. Na, herzlichen Glückwunsch. Einmal auf die andere Seite. Wir kommen nur da raus. Kommt. Doch nicht. Gut, jetzt geht es halt den richtigen Moment abzupassen. Hm? Ich und Schleichspiele. Aber dafür läuft es eigentlich ganz gut momentan. Okay, wir müssen ja in das Gebäude auf der anderen Seite. Das ist meines Verständnisses nach das da vorne. Ich hoffe, es zählt jetzt hier als im Gebüsch. Gut aus. Lautlos bewältigen. Die Verlockung ist tatsächlich da. Kleine Schritte machen. Aber kostet halb Psyche, wenn wir das machen. Und eigentlich würde ich dann lieber weniger essen. Keine Ahnung, ob wir das jetzt bis darüber schaffen, weil hier links läuft ja auch noch ein Kollege rum. Das ist jetzt die 108 Meter, die wir da noch langlatschen müssen. Eieieiei. So, der kommt. Das heißt, jetzt wäre der Moment, wieder weiterzugehen. Ist aber auch nichts, wo man sich verstecken kann, oder? Sind das hier Büsche? Ich glaube, das hier sind Büsche. Sieht aber gut aus. Dann können wir hier vorne ins Gebüsch. Oh, zu früh gelaufen. Zu früh gelaufen. Welcher Kollege kommt? Er kommt hier. Er kommt.
Ja. So, jetzt eigentlich ein ganz schöner Moment, wo man hier aufs nächste Mal freuen kann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich versuche. Also, Moment, jetzt müssen wir einmal hier rüber. Das ist einfach zu gut gerade. Gelegenheit, wenn man nicht irgendwo im Boden stecken bleiben würde. So, das ist doch ganz gut hier. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.